etwas anderes sieht als einen Strich. Ich sage aber, einen Strich gibt es bei uns nicht. Den gibt es am Hauptbahnhof in Frankfurt, den Strich. Wir kennen keinen Strich. Wir kennen eine Linie. Eine hochmologische, göttliche Linie, die etwas darstellt, etwas aussagt. Ein Zeichen. Ein Zeichen. Jede Religion hat Zeichen. Auch in Afrika, in Australien oder wo wir hingucken. Alle Religionen haben Zeichen. Und Riten. Und alle ihre künstlerischen Arbeiten werden dort an diesen Plätzen versammelt. Nur dort.